Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich mich bei euch bedanken für ein unglaublich schönes Jahr. Dankeschön, dass ihr Simracing so wunderschön bei mir konsumiert habt und mich quasi auf dieser Reise hier unterstützt habt. Nicht nur mich, auch Paul. An dieser Stelle Dankeschön an Paul, dass wir dieses Jahr zueinander gefunden haben und diese wunderschöne Reise hier auf YouTube gestartet haben. Auch das hier ist auf Paul sein Mist gewachsen und ich sag euch, wie es ist. Ich krieg die Krätze nach 2 Stunden Aufnehmen, diese 24 Fälle mit diesem Bart und diesem ganzen Kladderadatsch da dran. Aber es hat sich gelohnt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir das erste Mal dieses Jahr ein Weihnachtsspecial hatten. Vielen Dank auch an Lofi Motorsports, die das möglich gemacht haben, uns 24 Fälle zu geben. Extra noch zu den normalen Fällen von Jutke Dizzy, um sie hier zu bearbeiten. Und ich habe noch ein richtiges Feuerwerk fürs Ende. Dankeschön, geht raus an dieser Stelle an Marco, der das Schmuckstückchen extra für euch, extra auf den 24. gepackt. Und jetzt möchte ich gerne die Folge loslegen und wir gehen in das 24. Türchen rein an Heiligabend. An Heiligabend, die Gefühle, sie brodeln auf, sie kochen. Du willst nach Hause, du willst Geschenke auspacken, du möchtest was essen, du möchtest dir richtig den Pansen vollhauen und du hast es wirklich super, 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 super eilig nach Hause zu kommen. Ah. Und was spielt sich denn jetzt ab in Frankreich zu Weihnachten? Das möchte ich dir jetzt zeigen. Was will man dazu sagen? Da hat es wirklich jemand sehr eilig gehabt, nach Hause zu kommen. Sehr, sehr eilig. Also nicht nur, dass man sich verbremst hat, nein. Man ist ausgewichen, was okay ist. Da gab es eine kleine Rangelei. Und dann fährt man quer über die ganze Strecke, weil es ja riesig groß ist, ja ein Parkplatz. Und dann macht man auch noch das hier. Also, ja, man, also das hätte man alles... Das hätte man wirklich alles vermeiden können. Hm. Meine Damen und Herren, das hier ist unsportsmanlike conduct. In so vielen Ebenen in einem Clip, der 30 Sekunden geht, gefühlt. Wir waren davon so erschüttert, dass wir dem netten Herrn über komplett Weihnachten Pause geben werden. Und ich denke, das wird für ihn sehr, sehr schön sein, die Weihnachtstage mit seiner Familie zu verbringen und nicht in seinem virtuellen Rennsitz. Denn das sind 7 Tage Pause und das wird die letzte Amtshandlung sein für Jutke Dizzy dieses Jahr. Und das möchte ich mit Ihnen zelebrieren. Ein wunderschönes Jahr. Jutke Dizzy geht zu Ende. Weihnachtsedition ist vorbei. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eure Familie, bleibt gesund bitte. Kommt sehr, sehr gut rüber in 2024. Und mit diesem Hammerschwung mache ich das letzte Türchen zu. Und es gibt 7 Tage Pause.